Herzlich willkommen! Heute zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie man neue Fenster einbauen kann. Egal, ob du ein begeisterter Heimwerker bist oder einfach nur neugierig, wie der Einbau funktioniert, wir führen dich durch den gesamten Prozess. Vom Aufmaß über die Vorbereitung des Rahmens bis zur Montage. Das Ausmessen ist der erste und wichtigste Schritt. Es bildet die Grundlage dafür, dass am Ende alles perfekt passt. Mit einem Laserentfernungsmesser lassen sich Breite und Höhe millimetergenau messen. Fast alle Hersteller bieten eine Software an, mit der man alle wichtigen Maße und Daten erfassen kann. Das hilft dabei, keine Details zu vergessen, beispielsweise in welche Richtung ein Flügel öffnen soll. Diese Daten bilden die Grundlage für das Angebot, die Bestellung und den späteren Einbau der Fenster. Beim Aufmaß werden grundlegende Dinge besprochen. Beispielsweise ist die Brüstungshöhe wichtig, um eine ausreichende Absturzsicherung zu gewährleisten. Wenn das Fenster offen ist, habe ich 80er Höhe dann. Wenn wir 80 machen mit jeder Pfosten, wir bekommen locker 90 rein. Ja. Dann haben wir 80. Ja, und dann haben wir die Absturzsicherung. Ja, genau. Die Brüstungshöhe beträgt in der Regel mindestens 90 cm. Bei bodentiefen Fenstern ist daher entweder ein Geländer erforderlich oder der untere Teil des Fensters muss feststehend und entsprechend hoch sein. Wo fangen wir an? Also wenn ich wohnen im Wein gehe, immer links nach rechts. Alles klar. Dann fangen wir so an. Die Reihenfolge beim Aufmaß ist wichtig, um den Überblick zu behalten. Ein Fenster zur Wand hin öffnen. Ne? Eine wichtige Überlegung ist auch, in welche Richtung das Fenster geöffnet werden soll. Das Fenster ist bündig mit dem Geländer. Das heißt, du könntest es nach links aufmachen. Beim Aufmaß werden die vorhandenen Fensteröffnungen überprüft, um sicherzustellen, dass die neuen Fenster perfekt passen. Auch wird festgelegt, wo sich die Beschläge befinden und wie das Fenster geöffnet werden soll. Diese Details sind entscheidend für die Benutzerfreundlichkeit. Genau gleich und griff jeweils links dann, ne? Beide. Last but not least darf auch noch ein passender Farbton für die Fenster gewählt werden. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Jetzt kann die Bestellung rausgehen. Etwa 4 Wochen Lieferzeit waren für die rund 30 Fenster nötig. Genug Zeit also, um die alten Fenster auszubauen und die Fensteröffnungen vorzubereiten. Dabei gibt es viel zu tun. Öffnungen anpassen, Durchgänge erweitern, Laibungen begradigen. Damit die Fenster gleichmäßig eingebaut werden können, muss man ihre Lage anzeichnen. Am besten geht das mit einem Laser, einer Wasserwaage oder einer Schlagschnur. Jetzt kann man die Öffnungen an die neuen Fenstergrößen anpassen. Das wiederholt sich bei jedem Fenster. Doch jede Öffnung hat ihre Besonderheiten. Das ist der Fensteranschlag. Als es noch keinen Montageschaum gab, war er wichtig, um das Fenster luftdicht ans Mauerwerk einzubauen. Jetzt muss er weg. Auch die Kloben der Fensterläden und ein Teil der Fensterbank. Die Fensterbauer benutzen einen speziellen Trennschleifer, um möglichst randnah schneiden zu können.
fertig. Jetzt kann das neue Fenster eingesetzt werden. Zuerst werden die Fenster vorbereitet und die Fensterbankanschlüsse sowie die Dämmkeile montiert. So kann später die Fassadendämmung direkt an die Fenster anschließen. Das vermeidet Wärmebrücken und erhöht die Energieeffizienz. Und so sieht das von außen aus. Aber Schritt für Schritt. Zuerst wird das Fenster grob in die Öffnung eingesetzt und verkeilt. Das ist wichtig, um sicherzustellen, dass es korrekt sitzt, bevor es endgültig befestigt wird. Die exakte Ausrichtung ist entscheidend für die Funktionalität des Fensters. Nach dem ersten Verschrauben wird die Ausrichtung erneut mit der Wasserwaage überprüft. Präzision ist das A und O, um das Fenster korrekt zu montieren. Abschließend wird die Ausrichtung des Fensters erneut überprüft. Jetzt wird die provisorische Unterfütterung entfernt und durch spezielle Unterlegscheiben ersetzt. Nun wird das Fugenfüllprofil eingesetzt. Diese Rundschnur sorgt dafür, dass die Fuge später sauber mit Montageschaum aufgefüllt werden kann. Vor dem Verfüllen der Fugen wird die Oberfläche mit Wasser benetzt. Das verbessert die Haftung des Montageschaums. Jetzt wird der Montageschaum aufgetragen. Dieser gibt dem Fenster zusätzlichen Halt und sorgt dafür, dass alles dicht und gut gedämmt ist. Auch im Innenbereich werden die Fugen sorgfältig mit Montageschaum gefüllt. So wird das Fenster rundum abgedichtet. Der überschüssige Montageschaum wird bündig abgeschnitten, damit die Fensterbänke und Abdeckungen später passgenau montiert werden können. Nun folgt das Anbringen des Fensterdichtbands. Es dient als Dampfbremse und sorgt dafür, dass keine Feuchtigkeit ins Gebäude eindringt. Der Fensterrahmen ist nun vollständig montiert und sitzt fest in der Maueröffnung. Jetzt werden die Fensterflügel montiert. Ein wichtiger Moment, denn es zeigt sich, ob alles passt. Auch die Funktion der Beschläge wird gecheckt. Bei neuen Fenstern verhindert die Spaltlüftung, dass die Räume im Sommer überhitzen, ohne dass der Einbruchschutz darunter leidet. Auf. Lüftungsmodus. Checken. Das Fenster ist fertig eingebaut. Alle Flügel sind montiert und das Fenster ist voll funktionsfähig. Herzlichen Dank an die Mitarbeiter von Turafen für die Unterstützung bei den Dreharbeiten und die saubere Arbeit. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns gerne einen Daumen hoch und abonniere unseren Kanal. Bis zum nächsten Video.